Willkommen zu Kita Today, unserem fast lektivischen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und nächste Woche ist Brückentag und da könnte man ja auf die Idee kommen, sich an diesem Tag extra Urlaub zu nehmen oder man ist bereits vor einigen Monaten bei der Urlaubsplanung an den Träger herangetreten und hat gesagt, ich bin mal Schlaufuchs oder Schlaufüchsin an dieser Stelle und werde mir für diesen Tag natürlich einen Urlaubstag sozusagen begehren von meinem Arbeitgeber. Und naja, da ist dann natürlich die Frage, was gilt, wenn A, das alle wollen und B, was gilt, wenn zwar alle das wollen, aber nicht bekommen können, weil die Einrichtung an diesem Brückentag leider weiter aufhaben wird. Frau Kollegin. Also erstmal gilt tatsächlich auch für einen Brückentag ganz normal das Bundesurlaubsgesetz. Heißt also, danach muss zum Beispiel Urlaub möglichst zusammenhängend gewährt werden. So einzelne Tage sind vom Bundesurlaubsgesetz nicht gerne gesehen. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, klar, es ist nur ein Urlaubstag, aber insgesamt bedeutet das ja ganze 4 Tage frei. Und das ist doch dann schon ziemlich zusammenhängend und definitiv meine Erholung zugänglich. Stimmt, aber es geht eben tatsächlich um die Tage, die ich Urlaub nehmen muss, damit ich so und so lange frei habe. Heißt also, ich muss es beantragen, ich als Arbeitnehmer, und der Arbeitgeber muss es bewilligen, gewähren. Und dazu gelten eben bestimmte Voraussetzungen. Heißt also, der Arbeitgeber wird gucken, der Träger wird gucken, kriegen wir das hin? Oder für wie viele Personen kriegen wir es hin, dass da tatsächlich Urlaub gewährt werden kann? So, und jetzt war ja mein Beispiel. Alle wollen das haben und alle können es nicht bekommen. Und dann könnte ja ganz schnell unser Träger in eine gewisse Notlage geraten, allen zu sagen, nee, ist nicht, weil wenn ihr so viel das alle wollt, dann bin ich jetzt mal total hier hartherzig und sage, dann kriegt halt niemand einen Urlaubstag an diesem Tag. Das geht ja nicht. Also muss er eine Auswahlentscheidung treffen. Und das ist dann wie zu handhaben, Frau Kollegin? Da sollte man schon so ein bisschen auf soziale Belange Rücksicht nehmen. Heißt also, wenn zum Beispiel Arbeitnehmende irgendwie entsprechende Zwänge haben, Kinder sind an dem Tag nicht betreut, weil Schule zu, Hort zu oder andere Kita zu, dann muss man gegebenenfalls überlegen, ob denen dann der Vorrang zu gewähren ist. Im Gegensatz zu den Leuten, die einfach nur so frei haben möchten. Einfach nur so frei haben möchten. Nein, die wollen doch auf das große Musikfestival oder zu Omas 90. Geburtstag. Das wären ja dann auch vielleicht Sachen, die man da in eine Gegenüberstellung sozusagen mit einfließen lassen muss. Aber würde das dann bedeuten, dass die, die Kinder haben, automatisch bei, wenn unterstellt, alle wollen am Brückentag frei haben, dann immer sozusagen den Joker in den Händen halten, den sie dann ganz elegant mit, naja, also ich habe Kinder, ich muss mich um meine Kinder kümmern, den sie dann ganz elegant ausspielen können, oder geht das vielleicht auch nicht so ganz? Das ist, ganz so einfach ist es nicht und ganz so pauschal geht es nicht. Es gibt eben das sogenannte billige Ermessen. Heißt also, der Arbeitgeber muss natürlich eben die relevanten Belange jeder Person berücksichtigen, aber auch sozusagen in dem Sinne dann irrelevante Belange, also einfach nur ein, ich möchte halt auch gerne mal frei haben an einem Brückentag, das muss dann eben entsprechend abgewogen werden. Und dann wird man vielleicht zu dem Ergebnis kommen als Arbeitgeber zu sagen, okay, die Leute mit Kindern oder die Leute mit diesen und jenen Belangen haben, da versuche ich es einzurichten, dass die zu so und so viel Prozent die Brückentage bekommen, aber die anderen kriegen auf jeden Fall auch 1, 2, 3 Brückentage im Jahr. Keine Ahnung, wie viele Brückentage es im Jahr gibt, aber naja. Kommt ja drauf an, ne? Wie das Jahr sozusagen sich gestaltet. Aber tatsächlich zu sagen pauschal, dass die Leute mit einer Unterhaltsverpflichtung oder einer Pflegeverpflichtung immer dann den Joker haben, das stimmt so nicht. Ist aber natürlich im konkreten Einzelfall zu prüfen. Und selbst der Besuch des Musikfestivals ist dann auch ein schlagendes Argument für die jeweilige Person, die gegebenenfalls am Brückentag auch ohne Kinder frei haben will. Nur eben nicht jedes Mal. Da gibt es dann halt diesen Abwägungsprozess. In dem Sinne, bleibt gesund und genießt den Brückentag, sofern ihr frei habt. Wir werden arbeiten, oder Frau Kollegin? Ja.
Ja, was auch sonst. Bis dahin, tschüss. Tschüss.